This is your home. Ja. Ah, your castle. Oh mein Gott. Nein, das ist ehrlich jetzt nicht wahr. Das ist ehrlich nicht wahr. Bruder, er hat einen Castle. Das ist echt gottlos hässlich. Ja, das ist eine Burg. Dann kann ich direkt wieder sagen, Leute, das ist, was wir fühlen. Nämlich in Local Leben einen Eindruck zu bekommen. Und echt, das Leben ist komplett zu uns gekommen, Junge. Hier ist einfach eine Castle, hier ist eine Burg. Can you explain why you have a castle here? Because I was my cartoon. You were what? Cartoon. Cartoon? Katholisch? Is it a movie? Movies. I read so much cartoon. Ah, cartoon, you. Cartoon. He's watching no cartoon. Way. And you, yeah. No that's way. That's why you build it. Yeah, you are the rock. No way. Okay, crazy. So let me get this straight. You watched a lot of cartoon and that's why you build a castle. Because wow, okay, that's... That's your own castle. That's very interesting. Can we see it inside? Yeah. Let's go. No way. We go over the bridge. Und ich über die Brücke sehe ich auf jeden Fall auch. Welches Movie bist du, Bro? Movie mit Niklas. Was halt mega schön ist, dass wir, wie ihr jetzt wieder gesehen habt, uns mega ergänzen. Ich war gerade mega in so einem Modus, so, okay, let's go, lass eine Entscheidung treffen, lass dahin. Ich will noch schnorcheln, ich will noch auf den Viewpoint, ich will noch das machen, Leute. Ich hab noch mega Bock, jetzt ins Wasser zu schnorcheln und so. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ja, Leute, das wird auf jeden Fall spannend. Guckt euch mal das Castle hier an, Mann. Ah, crazy. Also, was halt mega nice auch ist, dass wir uns so gegenseitig ergänzen und Niklas so ein bisschen so, okay, chill mal ein bisschen, er mit dem Flow und jetzt sind wir hier. Und jetzt gebe ich euch mal auf jeden Fall uneingeschränkt die Sicht hier. Leute, was? Ich kann es nochmal kurz erklären, das ist auf jeden Fall hier der Place. Jetzt kommt alles zusammen für die Hunde. Falls es regnet, können die hier drin chillen. Also, oh mein Gott. Die haben sogar eine eigene Küche hier, alles. Oh mein Gott. Hier ist Toilette und hier draußen zum Fall. Also ich glaube, oben wohnt er dann so ein bisschen. And you're living upstairs? Ja. Okay. And you build all of this on your own? Keine, auf jeden Fall keine deutsche Architektur, nicht abgenommen so. Nicht ISO-zertifiziert. No way. Leute, sagt mir, dass es worth it für sowas reisen zu gehen und oh mein Gott. And you sleep here. Yeah. And I show you out. Was geht jetzt ab? This is relaxed place. Okay, this is the relaxed place. Leute, also. Leute, also. Ich sag jetzt nochmal, warum ich das nice finde, solche Perspektiven zu bekommen, weil das meine Glaubenssätze, dass ich. Das sprengt alles einfach. Ja, das sprengt alles einfach. Weißt du, er hat einen Cartoon gesehen und baut sich seine eigene Burg einfach hier irgendwo nirgendwo. Okay. Aber was ich sagen will, ist, das sprengt meine ganzen gesellschaftlichen Konditionierungen, Glaubenssätze und sowas, dass du ein Haus bauen musst und Familie und zum Studium gehen musst. Und du musst auf jeden Fall gar nichts. Du kannst dir auf jeden Fall mit ein paar Freunden so ein Haus hier bauen. Du kannst was und du machen, hier kannst einfach du? Leben. Warte, ich will jetzt kurz eine sagen. Du kannst dir auf jeden Fall mit ein paar Freunden ein Haus bauen, dann brauchst du auf jeden Fall kein Studium, keine Ausbildung, kannst du fischen gehen. Und so ist es theoretisch alles möglich. Ich sage nicht, dass ich das machen will und dass ich das fühle oder so. Aber es ist auf jeden Fall alles möglich. So, es ist auf jeden Fall, also. Studium, Ausbildung ist auf jeden Fall kein Muss. So, jetzt kannst du noch dein Statement sagen, Bro. Also, ich fühle es auf jeden Fall. Ich sehe mich da nicht eine Burg bauen, aber auf jeden Fall. Das machen, was wir da machen. Und ich fühle, dass er nicht mit seinen Freunden hinausgebaut hat, sondern dass er einfach Cartoon geguckt hat. Zu viel Cartoon. Anscheinend zu viel. Und dann halt meinte er, okay, ich baue eine Burg. Ich glaube, also so hat er bestimmt irgendwie mit seinen Freunden oder so gebaut. Safe, also alleine. Aber das sieht hier schon alles richtig self-made aus. But how did you build it? It's concrete. Yeah, it's concrete. Box. How long does it take? The whole castle? 1 year. 1 year? Four people. Four people. That's crazy. Let's go, Leute. Vier Freunde. And how much ein does Jahr it cost? In Thailand mit dem View? Ich weiß nicht. Also, like around, ihr habt euren eigenen Electricity. Ihr müsst kein Electricity zahlen. Heftig, 800.000 Baht. Können wir das einmal ganz kurz hier einblenden, wie viel das in Euro ist? Damit okay, das blenden wir auf jeden hier Fall ein. 800.000 Baht eine Castle gebaut in einem Jahr mit vier Freunden. I want to have horse too. Sorry? Horse. You have a horse? I have two horse, but the other size. Okay, then we give a last statement. We say thank you very much. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure. Thank you. Nice, man. Have a good one, man. Und dann würde ich sagen, verlassen wir mal diese Burg hier. Und wir ziehen jetzt durch zum Schnorcheln.
Wir gehen auf die Hunde zu, die ich eben gerade aufgenommen habe. Okay, die sind auf jeden Fall entspannt, dein Vater. Ja, sehr, sehr entspannt. Aber ich finde, die sehen schon krass aus irgendwie so. Weißt ja, du, gerade das tue ich auch. Und ich hatte das Gefühl, dass sie irgendwie das hier, keine Ahnung, protecten sollen. Vielleicht ist es auch größer Bluff. Was hat er gemacht? Er hat das gesagt. Ja, er hat das gesagt, deswegen glaube ich es auch, aber manchmal habe ich auch das Gefühl, dass sie echt zweimal mehr Ja sagen, als sie verstanden ja, haben. Ja, ist Fact. Die sagen so oft Ja, du fragst sie irgendwas, die sagen Ja. Du fragst das Gegenteil, die sagen auch Ja. Also. Okay, we finally made it. Wir sind am Beach angekommen. Hier jetzt schnorcheln gehen. Okay, wir sind auf jeden Fall wieder zurück vom Tauchen. Wir sind back in game und ich sage so, er ist auf jeden Fall auch am Start, oder sie. Okay, wir machen das quick. Vielleicht gehen wir nochmal in Ruhe ein späteres Date. In Ruhe, nicht später. Später in Ruhe. Ein späteres Statement. Wir haben auf jeden Fall kein Hai und keine Schildkröte gesehen. Ansonsten, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich das sagen soll, aber ich wünschte halt einfach, dass ihr hier werdet. Ich würde es euch so gönnen, dass ihr hättet sehen können, was wir gerade gesehen haben. It's amazing. Eins mit der Natur. Und da war es auch, was ich richtig krass fand, was ich am Ende gemacht habe, ist, dass ich mich einfach so habe treiben lassen mit dem Meer. Und da wir relativ nah auch am Ufer sind, wirst du dann immer so hin und her getrieben. So mit allen Fischen. Und wenn man lange an einer Stelle ist und lange die gleichen Fische beobachtet und so, dann sieht man gefühlt so auch, ich will jetzt nicht sagen, wo die wohnen und so und wer zusammengehört und alles und so, aber es geht ein bisschen in die Richtung und das ist mega nice und man fühlt sich sehr eins mit der Natur. Also das war meine Experience jetzt. Machst du Dings hier dieses da unter, weil du gerade isst? Ach so, ja. Ja, ja, und deswegen wollte ich sagen, willst du deine Dings nicht verstanden. Machen? Ja, ich setze meinen Unterschrift da drunter. Ich hatte gerade im Mund. Das unterschreibe ich genauso. Sehr wichtiger Moment. Let's go. Funktioniert das Moped jetzt oder nicht? Das ist jetzt einer der entscheidendsten Momente an diesem Tag. Es kann alles passieren. Schaffst das. Warte mal, nix? Mach noch mal eins. Wir werden damit niemals die Berge hochkommen, das ist so lächerlich. Wir kommen niemals damit hoch. Ja, als erstes gebe ich dir erstmal Moskitospray. Jetzt könnt ihr sehen, wie das bei uns läuft mit Moskitospray, Leute. Die ist so batz, 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 batz. Und Niklas ist auf jeden Fall safe. Wir hätten auf jeden Fall das Moped heute wechseln sollen. Wisst ihr, was er gerade gesagt hat? Wisst ihr, was er gerade gesagt hat? Sag's nochmal. Man muss einfach dran glauben, es wird. Ich gebe nicht auf. Aber ich sag so, wir haben auch echt nicht viele andere Optionen. Ja, wir können ihn fragen, unseren Kollegen. Darauf kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück. Yes, sir! Come on! Wichtiger Move, wichtiger Move. Da ist er wieder dran, glauben. Okay, Bruder, das ist nicht real, das ist nicht real. Junge! Ich sag so, ich glaube ehrlich, ich kann gleich absteigen und du kannst alleine fahren. Ja, ich glaube, steig ab, steig ab, steig ab. Okay, zieh, zieh, zieh. Also Leute, sage ich eine Sache, los, Moped ist kaputter als kaputt. Eine Prognose, ehrlich, eine Prognose. Und das stimmt wirklich. Es gibt jetzt wirklich ein Guess. Und zwar, dass die fucking Benzinanzeige kaputt ist. Weil die am Anfang auch die ganze Zeit geblinkt hat. Und ich sag so, wenn man nicht weiß, wie viel Benzin drin ist, dann muss man einfach... Ich glaub, das ist er, Digga. Bruder, das ist er! Ich glaub, das ist er! Und wir können hier fragen, ob er uns Sprit gibt, ehrlich. Wenn er das jetzt ist. Das ist er, Bruder. Deswegen geht's auch immer so kurz. Ach nein, Digga. Ich bin mir so sicher. 80%. Nee, das ist kein Safe Call. Aber Prognose, das ist Sprit. Und dann ist echt auf unser Nacken. Ah, perfekt. You, we can give you some money, if you have like a little bit of... Petrol, Gas. Oder wenn wir uns davon jetzt früh geben, wir damit aus, Mann, Junge. Die Story glaubt uns keiner. Warte mal. Er holt das aus seinem Haus, Bruder. Guck mal sein Dings. Junge, da raus, echt. Junge, guck dir das mal. Das ist echt. Ist das noch ein Moped oder? Was ist das? Aber da sieht man, wie simpel eigentlich auch. Man braucht zwei Räder. Ja. Ein Motor. Ja, safe. Da muss, Junge, guck mal einmal ganz kurz, was er ehrlich macht. Junge, das macht kein Mensch. Der das ist. Junge, er macht so mit runter, das ist dann so Luft und dann rein. If we have a longer one. Don't have a longer. The problem is, when I finish, I cannot go down. Aber. Oh, das ist eklig. Gut, wenn man Benzin im Mund hat, Digga. Bestimmt ist es nicht gut, wenn man Benzin im Mund hat. Ah, yeah, okay. Oh mein Gott, okay. Leute, die Situation ist... Er kippt schon auch mit ein bisschen daneben. Okay. Also... Is it only... Yeah, I guess. Now we can go. Thank you, man. You're a legend. You helped us. Good. We have the... Der geht nicht, weil wir... Deswegen sind wir hier. Deswegen. Okay, Leute. Ich guck dich das einfach an. Und wir fahren durch den Dschungel durch. Woo! Also, was ich eigentlich sagen wollte, warum wir auf jeden Fall auch hier sind, ist, weil wir halt noch Frisbee spielen wollen am Strand. Frisbee, yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes sir! Yes, sir. Ich gebe jetzt hier nochmal kurz ein Statement. Ich hoffe, dass ihr mich überhaupt verstehen könnt, wenn wir hier auf dem Moped sind und so. Und ich hier komplett durchziehe, das unsere Smoothie-Box. Sie mag uns echt richtig gerne, weil wir halt auch jeden Tag da sind. Wir holen halt immer, was holen wir da? Mango Passion Fruit. Grüße an meine Süße an der Stelle, von meiner süßen Mango Passion Fruit. Wir haben schon
gefühlt haben wir schon einen neuen Preis. Normal kostet 50 und wir müssen gar nicht mehr fragen, wir kriegen schon günstiger. Das war halt dieses, wir sind da das erste Mal, ich sag so, you have mango passion fruit, die so yes. Ich so, how much? Sie sagt 50. Was hab ich gesagt, Bro? Ja, 40 halt, ne? Ja, genau, das hab ich gesagt. Das war so gut. Ich hab nicht so dieses, okay, can we get discount, can we make for 40? I said, okay, 40. And she was, okay. Ich so, okay, perfekt. Also, was ich aber sagen wollte, Leute, ist etwas, das ich euch leider wieder nicht in Worte fassen kann, nämlich ein Gefühl. Und zwar das Gefühl, das uns ausgelöst wird, wenn, was passiert, Bro? Wenn wir Frisbee spielen. Boah, Frisbee spielen ist. Leute, wir haben echt, das ist, ich hab das Gefühl, das ist wie eine Droge. Ja. Ich hab das Gefühl, das ist wie eine Droge. Ja, auch, ja, ja. Auch wir laufen am Strand und das ist so bam und im Flow mit unserem Körper und mit dem Body und der Natur. Und ja, guckt es euch einfach an und genießt es. Ja, Leute. Um es dann nochmal in einem Satz zusammenzufassen, das ist auf jeden Fall, warum wir hier sind. Nicht in Hamburg. Der Vibe, das Feeling, Meer, Beach, Strand, Sonne, Frisbee. Frisbee haben wir uns verliebt. Diese hin und her und zu zweit mit dem Flow und Bars und hier und da und fangen und mit auch so fangen und so Tricks fangen oder mit einem Finger fangen oder mit dem Kopf fangen oder keine Ahnung was. Und deswegen schwimmen wir so auf Frisbee und reden nicht lang drumherum. Okay, das ist auf jeden Fall der Moment, wo ich meine Haare kurz richte und wo wir den Vlog dann auf jeden Fall auch beenden. Wir hatten auf jeden Fall einen wunderschönen Tag, würde ich jetzt es einfach mal nennen. Auch wenn es mit unserem Bike kurz spannend war und so. Jetzt ist es halt dunkel, wie ihr sehen könnt. Und jetzt sitzen wir in solchen mega nicen Sesseln hier. Niklas gerade drin und checkt, ob er uns vielleicht eher ein bisschen auch drin sieht. Ich bin zwar zufrieden hier, aber ich werde auch dauernd reinzugehen. Ist mir eigentlich egal. Und dann werden wir uns, also wir werden uns wahrscheinlich was zu essen holen. Ich habe ganz viele neue Informationen, die einmal ganz kurz mit dir ansprechen, dann können wir überlegen, was wir machen. Okay, Niklas teilt seine neue Informationen mit mir und wir werden an dieser Stelle den Vlog beenden. Vielleicht holen wir euch später nochmal dazu, wenn es hier abgeht und wir es fühlen oder so. Aber an sich, an der Stelle, thank you very much for watching auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann wisst ihr, you know what to do. Thumbs up und subscribe, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Auf jeden Fall die Glocke aktivieren. Und yes, dann würde ich sagen, an der Stelle bis nächsten Sonntag um 18 Uhr. Tschau, 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 tschau.